Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Feature Focus und heute mit dem Thema Biome bzw. Umgebungen, welche wir in JWE 2 haben werden. Und als allererstes haben wir das Wüstenbiom. Ich persönlich hatte ja schon das Glück, Jurassic World Evolution 2 anspielen zu dürfen und zwar genau in diesem Biom und hier in dieser Umgebung in San Diego. Das war im Chaos-Theorie-Modus, aber es wird die Wüste natürlich auch zum Beispiel im Kampagnen-Modus geben. Ist sogar das erste Biom, welches wir zu Gesicht bekommen, wenn wir die Kampagne starten. Und im Sandbox-Modus wird es auch die Wüste geben und im Challenge-Modus auch. Das heißt, in allen vier Modi werden wir dann auch das Wüstenbiom vorfinden. Und das Wüstenbiom ist natürlich besonders, weil es relativ flach ist, sehr, sehr trocken, viele Kakteen hat, viele Sträucher und wenig große andere Büsche. Und eine weitere einzigartige Besonderheit von dem Biom sind die unregelmäßig auftretenden Sandstürme. Diese bringen natürlich auch eine gewisse Gefahr mit sich. Sie wirbeln Dreck umher, können Fahrzeuge beschädigen, verschlechtern die Sicht und können auch dafür sorgen, dass sich die Dinosaurier unwohl fühlen und dann aus ihren Gehegen ausbrechen. Und das nächste Biom, welches es in Jurassic World Evolution 2 geben wird, ist die Taiga. Dieses Biom ist so ein bisschen angelehnt in Richtung Kanada und fällt natürlich besonders auf durch die schönen Kiefernwälder hier überall und diese riesen Berge im Hintergrund mit Schnee in den Gipfeln. Spielbar wird das Ganze sein im Kampagnenmodus, Sandbox-Modus und Challenge-Modus. Das heißt, dort wird kein Chaos-Theorie-Modus verfügbar sein. Und auch hier wird es wieder eine neue Naturkatastrophe geben, nämlich die Schneestürme. Und die Schneestürme sorgen dann dafür, dass eine Menge Schnee fällt und dann auch auf dem Boden liegen bleibt. Das heißt, wenn man mal Dinosaurier im Schnee sehen möchte, dann ist die Tigerlandschaft genau die richtige. Und die nächste Umgebung ist das gemäßigte Biom. Eine sehr schöne grüne Landschaft mit tollen Laubbäumen. Nicht so kalt wie die Tiger, nicht so warm wie die Wüste, also genau so ein Zwischending. Eigentlich perfekt für einen Dinosaurierpark. In diesem Biom wird es natürlich auch wieder unterschiedliche Wetterbedingungen geben, unter anderem Nebel, Regen und sogar Tornados. Und auf diesem Bild gibt es tatsächlich auch noch was Besonderes zu entdecken, denn schaut mal hier im Wasser. Ist das da eine Haiflosse? Das Schwarze hier sieht für mich ein bisschen wie eine Haiflosse aus. Könnte das etwa ein Indiz für den Megalodon sein? Also ich wüsste jetzt nicht, was es sonst sein sollte. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht dann doch noch den Megalodon ins Spiel bekommen. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Biom. Schreibt aber auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesem schwarzen Objekt im Wasser in die Kommentare. Aber wir springen jetzt zum nächsten Biom. Und das ist das tropische Biom. Das ist so eigentlich das Standardbiom, was wir aus Jurassic World Evolution 1 kennen. Und es wird tatsächlich nicht so sein, dass wir das Biom in der Kampagne haben werden, sondern werden wir das im Chaos-Theorie-Modus und im Sandbox-Modus haben. Und zwar auf Isla Nublar und auf Isla Sorna, den beiden Inseln. Die tropische Umgebung ist natürlich sehr, sehr warm, aber auch hier erwarten uns wieder schwierige Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Tropenstürme und Hurricanes oder starker Regenfall und schwere Winde, welche dann auch Gebäude beschädigen können und natürlich auch dann für weitere Probleme im Park sorgen können. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Biom für heute. Und das ist das Alpinbiom. Dort erwarten uns große Berge, grüne Hügel und viele Täler, in welche die Sonne dann schön hineinscheint. Diese Umgebung wird dann im Kampagnenmodus, im Challenge-Modus und im Sandbox-Modus verfügbar sein. Und auch hier wird es wieder leichten Regen geben und man wird auch mit Schneefall und Regenfall rechnen müssen. Und ja, Leute, das waren die 5 Biome von Jurassic World Evolution 2. Können Sie noch einmal gerne durchgehen. Einmal die Wüste haben wir hier, dann haben wir die Tigerlandschaft, die gemäßigte Landschaft, die tropische Landschaft
und die Alpin-Umgebung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches davon euer Lieblingsbiom ist. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Der Artikel hier, den ich euch jetzt vorgestellt habe, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.